Komm, wir machen es mal ganz neu. Wir gehen jetzt mal in unser Badezimmer, das wir jetzt dekorieren möchten. Und gucken uns einfach mal an, was dabei rauskommt. Okay? So, alles. Einerseits brauche ich unbedingt das Neue hier. So, warte. Ach so, warte. Beziehungsweise, nee, stimmt. Erstmal den Boden und die Wand, ne? Hab ich überhaupt ein Badezimmer, Boden und Wand? Lauri, guten Abend. Will die Müllermilch-Zimtschnecke probieren? Boah, Milch kannst mich jagen, kann ich nicht trinken. Also was ist denn eine... Guck mal, der Fußboden, das könnte ein Badezimmer-Fußboden sein. Ein schicker, schwarzer Marmor-Fußboden. Ich finde, das passt auf jeden Fall schon mal so, ne? Das sieht aber so ein bisschen kühl aus. Es sieht cool aus, aber auch kühl. Im wahrsten Sinne des Wortes. Cool ist ja kühl, ne? Aber... Oder sowas hier? Oh, sollen wir so ein himmlisches Badezimmer machen? Oder, nee, das sieht ein bisschen... Ich finde, das sieht ein bisschen zu bieder aus. So. Er schlägt einen irgendwie so ein bisschen, ne? Nee, das ist alles nicht so das, was ich gerne hätte. Das ist zu dunkel. Man will doch in kein Badezimmer, wo es... Schokoladenstreusel, Bodenbelag, genau. Man will doch nicht in ein Badezimmer gehen, wo es so wahnsinnig trist und düster aussieht. Ich glaube, am ehesten tatsächlich echt noch das da. Aber es sieht halt auch irgendwie so... Star Command. Celine, hallo! Und Star Foxy, hi! Toffi hat voll die geilen Badewanne bekommen. Das ist Mobbing einfach. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid, Ryan, aber... Ergötze dich an meiner Badewanne und hab Spaß mit mir zusammen dann. Oh, Alter, ja. Oh, Alter, das brauche ich. Aber da passt die Wand nicht mehr dazu. Aber das ist mega cool. Oh, warte mal. Nee. Warte mal. Ich muss das mal nehmen hier. Und das machen wir. Oh, Alter, wie cool ist das denn? Okay, warte. Y, ist das da? Alter, ist das geil. Da passt die Wand nicht mehr dazu. Ich weiß, die müssen wir gleich noch ändern. Aber Alter, ist das geil. So ein Badezimmer. Oh, Alter. Ist das geil. Okay, warte. Da müssen wir den Boden noch, die Wand noch ändern. Einfach. Ja, die ist zu trist. Grau. Dann noch eher die, ne? Die ist zwar schlicht, aber nicht ganz so schlicht. Es muss, der Fokus, das Fenster muss im Fokus stehen, weil es halt so richtig schön präsent und groß ist, muss das Fenster im Fokus stehen. Und ich finde, die anderen Wandfarben sind einfach zu krass. Die sind zu grell. Wisst ihr, was ich meine? Guckt euch das mal an. Alter, ist das geil. Guckst in ein Badezimmer und hast diese Aussicht. Alter. Mega geil. Ohne Witz. Zeig mal die Wanne. Kein Problem, die zeige ich gleich. Ich muss nur kurz gucken, dass ich hier alles richtig schön vorbereitet habe. Damit die Wanne gleich einen wunderschönen Punkt darstellt. Das Problem, was ich jetzt habe, ist halt, dass die Wanne so ein bisschen... Ja, die muss auf jeden Fall in den Raum hineinragen. So vielleicht. Warte mal. Ja, ich zeige sie euch gleich. So. So. Das ist die Wanne, die ich gekriegt habe. So sieht die aus. Ist die nicht schick? Also, vor den Fenstern gefällt mir jetzt mega. Wir konnten jetzt die Wanne natürlich jetzt nicht da vor dem Fenster hinstellen, weil das wäre total krank gewesen. Da wäre halt irgendwie ein bisschen... Hätte nicht gepasst. Hätte halt nicht gepasst mit der Wanne und dem Fenster und so weiter und so fort. Hätte der... vollgestellt. Deswegen bleibt jetzt einfach nur die rechte oder die linke Ecke. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so Schönes hier reinbringen können. So. Genau. Genau, versuchen wir es mal mit dieser Sichtweise hier. Und schauen, was wir sonst noch so schöne Sachen haben. Ein schmutziger Kronleuchter im Badezimmer finde ich irgendwie nicht so richtig passend. Das macht nicht irgendwie Sinn, oder? Natalie, hallo. Ist es die Ariel-Wand? Ich glaube schon, das ist irgendwas mit Ariel bestimmt, oder?
Wo ist die Wanne? Die habe ich bei Dagobert glücklicherweise heute abstauben können. Die habe ich vorher noch nie gesehen, nur heute bei Dagobert. Warte mal ganz kurz. Was nehmen wir für albtraumhafte Wandleuchte? Ja, genau. Vielleicht den prachtvollen Kronleuchter? Der würde halt schon gut reinpassen, ne? So. Oh, der Lagunenspiegel. Ja, natürlich. Alter, ja, natürlich. Sollen wir den dahin machen? Alter, ist das cool. Der Kleiderständer im Korallen... Den machen wir hier an die Seite, den Korallenständer. Tobi hat Ständer gesagt. Da hängt man dann seine Klamotten auf. Oder seine Handtücher. Oder? Wenn man in die Badewanne geht, kann man hier dann die Handtücher aufhängen. Oder die Klamotten. Handtücher oder Klamotten dranhängen. Finde ich mega geil. Das wird wunderschön hier, sage ich euch. So, die Ozeandeko, die kommt, wenn dann auf die andere Seite, warte. Vielleicht auch hier hin, da neben die Tür so ein bisschen. So. Hier vielleicht? Ja, warum nicht? Inselzeichnungen? Oh, stimmt, die können wir eigentlich auch noch da reinpacken, ne? Die passen ja eigentlich auch ins Badezimmer. Finde ich. Warum nicht? Ja, aber vielleicht ein bisschen später. Wir müssen erstmal das Gesamtbild ein bisschen anders machen. Ups. Ich kann nicht mehr... Oh Gott. Warte mal, es hängt gerade ein bisschen. Es hing gerade ein bisschen. Ich brauche noch irgendwie sowas wie einen Waschtisch oder sowas. Ich glaube, ich habe keinen. Tobi, es ist so komisch, dass du so einen schönen Raum machst. Ich kann auch mal was Hübsches machen, oder? Ihr macht euch immer lustig darüber, dass es bei mir immer so hässlich ist. Aber ich kann ja auch mal anders, ne? Aber ich habe halt nur so ein hässliches Waschbecken. Ich habe nur ein hässliches Waschbecken mit einer gefliesten Wand. Das ist halt wirklich nicht hübsch, ne? Aber das ist das einzige Waschbecken, was ich habe. Warte mal. Ich muss mal den Spiegel erstmal wieder wegmachen. Beziehungsweise den muss ich höher setzen, ne? So. Ich probier's mal auf diese Höhe. So. Ich will das hässliche Waschbecken noch nicht drin haben. Ich habe kein anderes. Alter. Ja, und ich kann das noch nicht mal sinken. Alter, das geht doch nicht. Ah. Bei Dagobert etwas bestellen, aber dafür brauche ich auch wieder Kohle. Ich habe meine ganze Kohle ja ausgegeben gerade. Oh, das ist so fies. Guck mal, ich kann es noch nicht mehr. Alter, das geht nicht. Da kommt der innere Monk in uns raus. Das ist nicht möglich. Das darf man nicht. Ich kann es nicht präzise machen. Alter, wie fies. Ist das gemein. Ach Gott. Ja gut. Wir machen natürlich noch ein Bett ins... Was mal? Oh, das Ding spinnt gerade. Warte mal, ich gehe nochmal ganz raus aus dem Teil. Das Problem, was ich gerade hatte, die Möbel haben gerade gesponnen. Ich konnte irgendwann nicht mehr richtig runtergehen hier. Da hat es dann irgendwann aufgehört. Einfach so. Deswegen bin ich jetzt mal ganz kurz rausgegangen. So, was können wir denn sonst noch hier reinpacken? Ich würde ja wahnsinnig gerne auch noch, klar, die Pferdearkane, aber dafür brauchen wir noch eine richtig schöne Kommode oder sowas. Das meiste, was ich jetzt noch habe, passt irgendwie nicht ins Badezimmer, meiner Meinung nach. Die Schlossmalerei könnten wir noch auf die andere Seite packen, das könnte vielleicht noch passen. Oh, wobei, der Kamin irgendwie auch, so im Kamin im Badezimmer irgendwie auch was Cooles ist. Ich weiß, es ist total unlogisch, aber irgendwie auch irgendwie cool, ne? Im Backofen natürlich nicht, ist ganz klar. Warte mal, ich will das mal ausprobieren, wie das aussieht. Das sieht so aus, als ob ich mir gerade am Arsch kratzen würde. Oh, das juckt aber auch, ey. Oh, wo habe ich mich denn da reingesetzt, Alter?
Aha, also das heißt, das ganze Ding hier sieht aus, als ob ich mir gerade am Arsch kratzen würde. Habe ich das richtig verstanden? Das wollt ihr mir dann mit diesem Clip sagen. Ich kann... Es ist ein bisschen schwierig gerade zu präzisieren, Leute. Das Designen auf der mit Controller ist ein bisschen schwierig. So. Na. So. Na. Ach. Oh, Alter. Ja, das. Es ist ein bisschen schwierig mit Controller. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich finde tatsächlich, der Kamin hat was. Ich würde ihn aber tatsächlich ein kleines bisschen noch nach rechts positionieren. Nein, nach rechts, habe ich gesagt. Ich würde ihn auch gerne wieder mittig. Ja, genau so. Dann passt es nämlich auch mit den Fliesen überein. Es stimmt mit den Fliesen überein. Und jetzt können wir tatsächlich noch ein Bild irgendwie hinpacken. Oder beziehungsweise das hier die Wandpflanze. Die machen wir mal hier hin, genau. Und ich glaube, sonst lassen wir den Rest, glaube ich, weg, weil sonst ist es überladen. Oder? Guck mal. Das ist mein Badezimmer, Leute. Ich habe ein Badezimmer kreiert. Oh, es gibt übrigens keine Toilette. Man pisst in den Pool. Ich habe ein Badezimmer kreiert. Habe ich mich erschrocken? Ja, ihr wolltet es doch lauter haben. Jetzt ist es lauter. Dein Klo aus dem Wald fehlt. Nee, das muss da bleiben. Weil wenn die Toilette im Wald weg ist, dann kann man nicht mehr kacken. Und dann stinkt der ganze Wald. Du weißt es doch, Ryan. Und dann noch hübsch, ja. Dafür, dass das Fenster da stimmt, ich kann ja raus. Ah, das ist so cool, ne? Warte mal, wir müssen das mal ganz kurz. Du kommst hier rein, dieses Badezimmer. Und den Bug kriegt man beim Designen gratis dazu. Jetzt müssen wir Michael Jackson Song hier einspielen, ne? War so schön Moonwalk. Das Spiel hat sich wieder aufgehangen. Wie Anna schaut. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Sie wackelt oder so im Kopf. Es ist wirklich nur zum Kopfwackeln. Ja, das Spiel hat... Ich kann zwar die Kamera noch bewegen, in der Hoffnung, dass ich mich jetzt vielleicht irgendwo noch... Nee, das Spiel hat sich... Also, es hat sich nicht wirklich aufgehangen, aber der Bug sorgt dafür, dass ich nichts machen kann. Sag nicht, dass dann alles weg ist. Das letzte Mal, als wir das hatten, das hatten wir letztes Mal tatsächlich auch, als wir was designt haben. Das habe ich dann in den Sümpfen, habe ich tatsächlich was gemacht. Und in den Sümpfen habe ich mich dann hingesetzt auf dem Sofa. Und dann hat das Spiel sich auch eingefroren, sozusagen. Tatsächlich war aber am Ende dann noch alles da. Ich bin mal gespannt, ob es hier jetzt auch der Fall sein wird. Wir starten einfach neu und gucken uns das einfach an. Okay, ich trinke noch einen Schluck. Wenigstens habe ich Zeit, um was zu trinken. Ach ja, Leute. Ach ja. Ich hoffe, dass der Bug gefixt wird mit dem Update. Ja, ich hoffe es auch. Also egal, was ich designe, es hängt sich auf. Ich verstehe es nicht. Ich konnte den ganzen leer kaufen, ohne dass das Spiel... den ganzen Laden kaufen, ohne dass das Spiel abgekackt ist. Ist das speziell bei der... Du spielst die Switch-Version, Lauri, ne? Ist das irgendwie bei anderen... Sorgt das dafür, dass das Spiel aufhängt oder so? Weil bei mir habe ich tatsächlich wirklich meistens das Problem, dass es halt dann beim Designen ist. Wenn ich fertig designt habe, möchte ich irgendwo hingehen oder mich hinsetzen oder sonst irgendwas und dann irgendwas Problematisches hat, ne? So, schauen wir mal. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, in mein Badezimmer zu gehen, wenn alles weg ist.
Ich will nicht in mein Badezimmer gehen. Es ist dann alles weg. Ich trau mich nicht. Es ist dann alles weg. Mann, ich hab das. Aber wenigstens haben wir es auf Stream und auf Video. Oh, wie schön. Oh. Wir kommen in dieses Badezimmer und haben einen Kamin, wo es richtig schön warm ist, wenn man ins Badezimmer geht. Und dann kann man hier, hier baden gehen. Oh, schön. Hier kann ich mein Handtuch aufhängen und meine Klamotten. Der Spiegel ist leider nicht so richtig mit dem Waschbecken übereinstimmend, aber egal. Dafür kann ich raus in die Nacht schauen. Oh, schön. Oh, supi. Oh. Also ich speichere vorab. Ja, genau, ich konnte ja vorher nicht speichern. Ryan hat recht. Es ist ja für mir stehen geblieben. Ich konnte dann auch nicht mehr ins Menü reingehen. Deswegen, leider ging da nichts mehr. Aber ich finde das voll cool. Selbst der Kamin, ich finde ihn ziemlich passend. Der ist zwar nicht ganz so elegant wie der Rest der Einrichtung. Auch das Waschbecken ist ja nicht so wirklich elegant. Aber ich finde tatsächlich, ich bin zufrieden mit dem Badezimmer. Jetzt müsste eigentlich noch ein richtig cooler Teppich hin. Den habe ich jetzt aber nicht. Ich habe keinen Teppich. Gibt es überhaupt Teppiche? Ich weiß es gar nicht. Aber ansonsten... Und die Toilette natürlich, ne? Hier kommt noch eine Toilette hin irgendwann mal. Hier in die Ecke. Und dann bin ich eigentlich zufrieden mit dem Badezimmer. Also ich finde es toll. Mir gefällt's. Sieht echt mega aus. Dankeschön. Seht ihr, ich kann auch was Schönes machen. Ich kann auch was Schönes machen. Seht ihr? Das könnte rein theoretisch jetzt auch noch da reinkommen. Also dieser Gegenstand hier auf dem Boden. Den könnte man jetzt auch noch hier... Sollen wir das noch machen kurz? Komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen den jetzt mal ganz kurz weg. So. Genau. Und packen den hier noch rein, weil der ja eigentlich ins Badezimmer gehört. Richtig begeistert, den hast du frei gemacht. Dankeschön, ich kann auch mal was, hä? Den machen wir so lange da hinten hin, wo die Toilette später hinkommt. Dann können wir so lange in die Topfpflanze pissen. Ich bin ja ein Mann, also das heißt, ich kann das. Hier. So. So, das ist unsere Pipi-Ecke. Da pinkeln wir hier regelmäßig rein. Deswegen sind da auch so komische Steine unten auf dem Boden, die glitzern. Das sind Urinsteine. Und jetzt habe ich es wieder versaut. Jetzt habe ich die schöne Situation, die ich gerade geschaffen habe, direkt wieder versaut. Das ist Toffee, wie er leibt und lebt. Oh Gott. Okay, Moment. Genau, wir können uns auf jeden Fall das hier wieder reinpacken. Die Blaubeeren nicht. Ich habe zu viele Gegenstände, die questbezogen sind, ne? Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich mache jetzt mal alle questbezogenen Sachen auch hier rein. Die ich gerade nicht brauche. Die brauche ich ja alle nicht gerade, die Sachen. Ja gut, genau. Die machen wir auch wieder. Wir brauchen auf jeden Fall, das ist ja das, Teile zum Basteln und Eisenbarren. Das waren ja die Sachen, die wir jetzt gerade momentan forcieren. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal los und mache das weiter. Und wenn du mal groß musst, dann gehe ich in die Toilette im Wald. Da ist ja eine Toilette, weißt du? Warte mal ganz kurz. Oh, warte mal, Dreamlight. So. Charaktere. Guck mal, Vajana kann ich auch mitnehmen. Oder Maui. Maui oder Vajana kann ich auch mitnehmen. Die müssten bei Dagobert sein, ne? Glaube ich, habe ich gerade gesehen. Oder Mini, die könnte ich auch mitnehmen. Mini? Wir sind auch noch nicht so dicke miteinander, ne? Ja, Mini ist 6. Okay, alles klar. Da ist sie. Möchtest du heute Abend tanzen gehen? Oh, gerne, Mickey. Aber wohin werden wir gehen? Ich dachte, wir könnten zum Brunnen vor dem Schloss hinaufgehen. Der ist da. Ich habe das alte Grammophon und ein paar alte Schallplatten zum Tanzen, die wir spielen könnten. Vielleicht könnten wir sogar diese Kostüme der 20er Jahre anziehen, die wir letztes Halloween getragen haben. Vielleicht könnte der Text auch ein bisschen schneller sein.
Oh, das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten. Mickey, das hat Mickey gerade gesagt, ne? Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Mir gefällt dein Stil, ja. Aha. Alles Pünktchen. Ja. Diese Gespräche, die skippe ich jetzt hin und wieder mal, weil die meistens tatsächlich immer wieder das Gleiche sind. Ich will sie ja nur zum Abhängen bewegen. Auf Wiedersehen und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Oh, sie hat mich lieb. Das ist aber süß von dir. So, wir gehen jetzt looten, Mini. Komm, beweg dein Pünktchen hinter. So, was habt ihr denn schön geschrieben? Na, dann hoffen wir einfach, dass Anna und Christoph dann kein Fenster offen haben. Ach stimmt, die wohnen ja direkt daneben dran, ne? Nicht, dass das Klagen gibt, ne? Gut, wie wollen sie eine Klage machen, wenn sie damit beschäftigt sind, sich die Nase zuzuhalten, ne? Wer die Nase zu hat, kann nicht groß motzen. Ich könnte da hinten... Oh, stimmt, wir haben noch das Riesenfeld mit Baumwolle. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder abluten. Nee, komm, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen... Wir fokussieren uns jetzt mal auf das, was wir eigentlich machen wollten. Nicht schon wieder ablenken lassen. So. So. Und nicht anders. Motzen können sie dann schon, aber die Nadia... Was? Aber ob die da jemand ernst nimmt? Ja, eben vor allen Dingen. Oh Mann, ich möchte jemanden verklagen. Da sitzen die Anwälte da oder wen sie auch immer dafür engagieren und lachen sich halt tot. Beziehungsweise, wenn halt eben die Anwälte zu ihnen nach Hause kommen, damit sie das Ganze besprechen können, rennen die ja gleich wieder weg, weil es so stinkt. Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Also das heißt, wenn ihr jemanden wirklich nicht abkönnt, dann kackt ihm einfach vor das Haus. Dies und Zorns, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, trotzdem. Dankeschön für den Follow. Ja, kackt ihm einfach vors Haus, wenn ihr jemanden nicht leiden könnt. Dann habt ihr die Möglichkeit, offensichtlich jemanden so richtig, richtig, richtig hardcore das Leben zu vermiesen. Ohne, dass es Konsequenzen gibt. Wie gesagt, weil es ja echt schwierig ist für die Person dann, irgendwo Klagen einzureichen oder sowas. Ich finde das ein super Plan. Den werde ich jetzt weiterhin verfolgen. Stolze Mutter, Dankeschön für den Follow. Oh, Alter. Oh nein, aber das ist da hinten gelandet. Da, wo ich nicht hinkomme. Also nicht mehr hinkommen. Weil es zu schnell wieder weg ist. Ja gut, dann lasse ich es jetzt. Spielst du noch Guardian Tales? Ja, selbstverständlich. Aber ich würde gerne auf Toda warten. Toda hat momentan ein bisschen Prüfungsstress und ich würde gerne mit Toda einfach zusammenspielen. Ich bin am Überlegen, ob es zwischenzeitlich, wenn ich mal wieder Motivation habe, es zu zocken, dass ich vielleicht doch mal wieder ohne ihn spiele, wenn er keine Zeit für mich hat. Aber momentan warte ich noch ein bisschen, bis Toda wieder Zeit hat. Ich würde es gerne mit ihm weiter zusammenspielen, was einfach so Spaß gemacht hat mit ihm zusammen. Luisa, hallo! Weisheit mit Topf. Ja, klar. Seid ihr doch gewohnt. So, warte mal, wo gibt's jetzt hier Sachen zum Abluten? Da gab's gar nichts, ne? Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ach! Das ist die Zone, wo ich bisher nicht hin konnte. Hups! Warte mal. Ich konnte die Dings nicht wegmachen hier. Die Ranken konnte ich hier nicht wegmachen. Nicht Ranken. Dieses komische Gesteinszeugs konnte ich bisher nicht wegmachen, weil mir die Fähigkeit dazu fehlt. Aber jetzt kann ich hier hinten hier durch. Das wusste ich gar nicht. Hups. Ja, geil. So schnell kann es gehen. Mimi Mimosi. Dankeschön, dass du da gewesen bist. Ciao, ich wünsche dir guten Appetit. Auf jeden Fall. Deine Gilde ist ja voll. Hab jetzt eine eigene gemacht. Ja, das tut mir leid, da habe ich aber knallhart gesagt, ich kann es leider nicht ändern.
voll ist voll. Ich kann ja nicht, wir haben es ja ganz frisch gemacht. Ich kann ja jetzt niemanden rausschmeißen, der gerade erst reingekommen ist. Deswegen tut es mir wahnsinnig leid. Vielleicht, wenn sich irgendwie rausstellt, dass manche inaktiv sind, mache ich dann später vielleicht mal ein bisschen das anders. Aber aktuell kann ich leider niemanden rausschmeißen, weil, wie gesagt, wäre ja ein bisschen unfair. Sind ja gerade erst reingekommen. Warum soll ich sie rausschmeißen? Aber wenn du eine eigene Gilde hast, ist das ja auch schon mal ganz cool, oder? Kostet halt 10.000, ne? Euro. Bin ich wieder bei meiner zweiten Hälfte? Was? Morgen bin ich wieder bei meiner zweiten Hälfte. Bei deiner zweiten Hälfte? Hast du dich zweigeteilt und ich weiß nichts davon? Oder meinst du bei deinem Lieblingsmenschen? Ich weiß nicht, ob er oder sie. Mein Freund. Okay, alles klar. Das freut mich.